Es ist wieder Zeit für einen Test. Und zwar nicht irgendeinen Test, sondern den Test vom schlechtesten Döner in Köln. Kurz bevor es losgeht, kommen wir zum Faktencheck. Die Deutschen essen ungefähr 40 Megatonnen Döner im Monat. Das sind umgerechnet 2 Fußballfelder. Komplett sinnlos. Wenn ich sage, der schlechteste Döner, dann stellt ihr euch bestimmt die Frage, worauf berufe ich mich? Und das war tatsächlich gar nicht mal so leicht. Es gibt nämlich keinen super schlechten Döner. Dann haben die Dönerläden zwar 1 Stern von 5, aber auch nur 1 Bewertung. Und dann bin ich auf einen Blog gestoßen, der nennt sich Der Döner-Tester. Das ist eine anonyme Person, die auch aus Köln kommt. Und die hat es sich eben zur Aufgabe gemacht, jegliche Dönerläden in Köln zu testen. Und praktischerweise kann man auf der Seite auch filtern. So. Was ich euch jetzt zeigen werde, klingt ganz schön hart und macht nicht unbedingt Lust, das Ganze auszutesten, aber ich finde es eigentlich einfach nur fair, weil das ist ein Erlebnis und eine Bewertung. Und wir müssen natürlich als größter, bester, schönster, reichster Food-Kanal in Deutschland auch eine Bewertung dazu machen. Nicht alle sauer werden, ich bin nicht der größte Food-Kanal, ich weiß. Also dann, der Döner-Tester. Bei dem Laden handelt es sich um City-Döner und der hat eine Bewertung von 4,35. Das sind Schulnoten wohlgemerkt. Also fast ungenügend und das ist bei Döner schon wirklich schwer, weil ich meine, Drehspieß immer gleich. Man kauft das Fleisch beim Großhandel, klar, Qualitätsunterschiede, aber schon ähnlich. Alles in allem muss da schon einiges schief gehen. Wir gucken mal, was wirklich schief gegangen ist. Öffnungszeiten 6 Uhr bis 22 Uhr, fast jeden Tag, stabil. Preis 4 Euro, vollkommen okay. Ich glaube, da spalten sich auch die Geister. Alle Berliner werden sagen, ey, ist übertrieben teuer. Alle Schweizer werden sagen, dafür kriege ich bei uns in der Schweiz 2 Erbsen. Für Kölner Verhältnisse vollkommen in Ordnung. Der Döner-Tester kategorisiert in Fleisch, Brot, Soße, Salat, Service, Sauberkeit und Gesamtnote. Und ihr seht, jetzt hier Fleisch 4,5, vorgeschnitten und lapperig. Brot 5,5, also fast 6. Fladenbrotartiges Gebilde, leicht erwärmt, bricht direkt auseinander. Soße 3,0. Tzatziki lecker, scharfe Soße war so wenig, dass sie zusammengekratzt werden musste. Salat, zu viel Flüssigkeit, die durch den Döner sifte. Ihr merkt es, der Döner-Tester hat kein gutes Haar an dem Laden gelassen, aber wir schwingen uns jetzt auf die Vespa und testen das Ganze selbst. Gute 20 Minuten später sind wir jetzt in Köln-Porz angekommen und das ist schon mal eine ganz andere Geschichte als bei dem schlechtesten Restaurant, das wir getestet haben. Hier ist, glaube ich, wenig Laufkundschaft, deshalb ist es umso interessanter, dass dieser Döner so schlecht sein soll. Wir bestellen jetzt genauso, wie der Döner-Tester ihn bestellt hat und dann gucken wir mal, ob es stimmt. Warum lachst du? Ich bin for real auch sehr gespannt. Digga, und ich finde es so random, dass der hier ist. Vielleicht hat ja der Döner-Tester auch irgendwie ein Problem mit dem Inhaber oder so. Wir haben beide so moderaten Hunger, also perfekte Voraussetzung zum Testen. Ich freue mich aber auch, weil irgendwie hoffe ich, dass es gut wird. Die Jungs, die da drüben laufen, haben mich gerade angequatscht und die haben gesagt, der Döner geht eigentlich voll klar. Also die konnten es zumindest nicht nachvollziehen. Deshalb bin ich mal gespannt, ob die einen guten Tag hatten oder ob der Döner-Tester einen schlechten Tag hatte. Wir bestellen natürlich genau die gleiche Bestellung, also komplett Tzatziki, scharfe Soße, Salat. Alright, schon mal was los. Ist erstmal ein gutes Zeichen. Laden eigentlich voll. Gute Lage, ja, wir sind direkt an einer großen Bahnhaltestelle. Hamburger, Cheeseburger, ganz normaler Dönerladen, oder? Ja, ja. Aber ist auch eher die Ausnahme, dass Dönerläden so krank stylisch sind. So. Hallo, wir hätten gern 2 große Döner, bitte. Döner-Sandwich oder Sandwich gerne. Sauer Hähnchen. Hähnchen bisschen sauer. Wie viel schneller? Nee, Hähnchen gerne. Okay. Alles scheint sauber zu sein. Ist jetzt nicht super stylisch, aber es ist ein Dönerladen. Das heißt 4 Euro für deinen Döner. Getränkeauswahl stabil. Frische Backwaren, wie es scheint, Baklava. Aber heute kommst du ja auf den Döner. Es kommt auf den Döner an, ja. Das stimmt. Wir reviewen ja nicht den Laden, sondern den Döner. Boah, ich liebe auch Baklava, ne? Baklava, beißen, Espresso. Feierabend. Feierabend. Hm. Der Mitarbeiter hat sogar im Pizzaofen Dönerfleisch. Ob das Hähnchen ist? Das war ein bisschen komisch. Ich glaube, es war nicht Chicken, was gerade im Pizzaofen gebacken wurde, das Fleisch. Nehmen wir so auf die Hand oder packen? Lassen wir es uns einpacken. Nee, direkt auf die Hand, oder? Bro, hier chillst du ja auch nicht. Du holst dir was, wenn du vor in die Bahn steigst. Wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, nimmst du dir einen mit nach Hause. 15 Leute in dem kleinen Laden. Stabil. Also so rein optisch war ich in so dünner denn schon 100 Mal. Fällt nichts negativ auf oder positiv, einfach Standard. 2 Stück waren das, oder? Gerne komplett. Genau, Tzatziki und scharfe Soße und Salat. Ja, genau. Die Hand gerne direkt. Danke sehr. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.
Ja, sieht übertrieben stabil aus. Also, ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze schmecken wird. Könnte mir vorstellen, dass wir positiv überrascht werden. So, wir gehen jetzt gar nicht groß weit. Wir sind direkt 50 Meter vom Laden, essen wir den Döner fresh, damit wir auch nicht irgendwie durch unser Verschulden ein weiches Brot haben oder so. Digga, jetzt bin ich gespannt. Wir gucken uns das Ganze gleich erstmal im Detail an. Also, es riecht erstmal überhaupt nichts komisch. Ist jetzt nicht toll, wunderschön gemacht, ne? Also, da fällt ein bisschen was raus, aber wir haben knuspriges Brot, hört mal. Scharfe Soße waren die ein bisschen sparsam, das mag sein, aber ansonsten... Aber guck mal, ein gutes Produkt ist immer gleich, ne? Ja. Wir haben genau das gleiche bestellt. Ja gut, ne? Haben zwei unterschiedliche Leute gemacht, vielleicht haben die andere Reihenfolge. Gurke, Tomate, Rotkohl, Salat, Hähnchenfleisch, scharfe Soße, Tzatziki, 4 Euro, ist komplett okay. Aber ich meine ja schon, Preispunkt hat jeder andere Vorstellung. Einzelnen Produkte jetzt mal wirklich testen. Fleisch und okay. Salat wenigstens. Ja, Gurke, 100% frisch. Fleisch meint ja, glaube ich, das sei knorpelig gewesen. Normales Dönerfleisch. Noch mal ganz kurz ins Gedächtnis rufen. Der angeblich schlechteste Döner in Köln. Bisher frage ich mich, warum das hier der angeblich schlechteste Döner in Köln sein soll. Klar, das ist eine Einzelmeinung, muss man dazu auch sagen. Aber umso besser, dass ich die vielleicht durch meinen Eindruck gerade rücken kann. Ich will aber gar nicht mehr lang rumreden, weil an sich habe ich nicht mal so Zurückhaltung vor dem Döner, sondern ich habe einfach Bock zu probieren. Also ich bin jetzt fast durch. Das Einzige, was ein bisschen aufgefallen ist, gegen Ende, Fleisch hat ein bisschen viel Biss. Ich habe den Döner jetzt fast gegessen, ich fühle mich nicht schlecht. Ich bin eher froh, den Döner zu essen. Wenn das der schlechteste Döner in Köln sein soll, dann hat Köln auf jeden Fall kein Dönerproblem. Da sind wir also wieder, Leute. War auf jeden Fall interessant. Also ich muss sagen, es war anders, als ich erwartet hätte für den schlechtesten Döner in Köln, den angeblich schlechtesten Döner in Köln. Aber wir gehen nochmal einen Schritt zurück und gucken uns mal die Bewertung vom Döner-Tester an. Also, ihr seht es hier. Fleisch hat von ihm eine 4,5 bekommen. War bei uns nicht so. Ich gebe dem Fleisch eine 3,0. Es war zwar frisch vom Spieß geschnitten, aber es war einfach Durchschnitt halt. Und völlig befriedigend. Befriedigend, ja. Also quasi eine 3. Brot, 5,5. Da muss ich eigentlich komplett widersprechen. Es war nicht dieses geile, selbstgebackene, runde Dönerbrot. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Deshalb bisschen Abzug, 2,5. Wir bleiben kritisch, weil es gibt auch krasse, krasse Döner. Soße 3,0. Bei uns hat es an nichts gemangelt. Soße war genug da. Ich fand sie sogar echt lecker, weil sie so ein bisschen knoblauchig war. Ich gebe 2,0. Für ihn ist das ja schon der beste Punkt. Für mich noch besser. Salat 4,5. Zu viel Flüssigkeit, die durch den Döner sifte. Der Salat und das Gemüse waren astrein. Also Gurke war crunchy, Tomate war frisch. Salat selbst auch. Muss ich eine 2,0 geben. Also der war wirklich... top. Service 4,0. Aufforderung zur Fleischwahl glich einem Befehl. Die haben uns ja mit Nachdruck zum Lamm geraten. Das ist ein bisschen negativ aufgefallen. Gehe ich auf 3,5. Sauberkeit 4,5. Überall Krümel. Bei uns gar nicht. Jetzt nicht klinisch sauber, aber das ist eine 2,0. Zum Glück gibt es keinen Faktor Aussehen vom Laden, weil ich fand, der Laden war nicht toll so. Aber für eine Dönerbude auch vollkommen in Ordnung. Ich blende euch jetzt hier noch meine Gesamtnote ein. In jedem Fall deutlich besser als die 4,35 vom Döner-Tester. Und ich bin froh, dass es so war. Also, Eric, du hast ihn doch auch gegessen. Was sagst du zu dem Döner? No joke, das war richtig dieser Döner, den hat man früher in seiner großen Pause geholt. Man war einfach völlig zufrieden, also nichts dran auszusetzen. Ja, ne, so auf dem Schulweg nach Hause, Döner gegessen und man war einfach happy. So, ja. Ne? Ich will auch gar nicht dem Döner-Tester vorwerfen, dass er irgendwie mit dem Vorsatz, die dumm dastehen zu lassen, hingegangen ist. Der hatte wahrscheinlich echt einen schlechten Tag erwischt. Wir hatten jetzt einen guten, in jedem Fall. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Positive Überraschung für uns. Zum Glück ein leckeres Mittagessen. Aber in Zukunft werden wahrscheinlich auch weniger gute Überraschungen dabei sein. Deshalb bleibt auf jeden Fall am Start beim Kanal. Abonniert gerne, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und ciao.